Volker Bouffier will verlässlich regieren, aber verlässlich ist für den hessischen Ministerpräsidenten von der CDU derzeit nichts. Für die Landtagswahl am Sonntag wird ihm sowie den Sozialdemokraten ein Absturz vorhergesagt. Damit liegt das Bundesland ganz im deutschlandweiten Trend. Und auch damit, mit dem Aufstieg der Grünen, sie haben bereits in Bayern der rechten AfD die Schau gestohlen. Rund 20% werden den Grünen vorhergesagt. Eine Besonderheit, in Hessen haben die Grünen bisher schon mit der CDU gemeinsam regiert. Ob dieser Lauf sich sozusagen deutlich oberhalb der 20% einpendelt und auch solide da verfestigt, ist eine Frage, die wir noch nicht ganz beantworten können, aber im Moment sieht es so aus. Und das heißt natürlich, dass die Grünen in Zukunft in Deutschland, vielleicht auch auf Bundesebene, ein Machtfaktor werden, also ein dauerhafter Machtfaktor, nicht ein ausnahmsweise Machtfaktor. Und darauf muss sich dann ja nicht nur Deutschland einstellen, sondern auch das Ausland, vor allen Dingen die Europäer, die Amerikaner auch. In Amerika, sagt Techau, habe die deutsche Kanzlerin Angela Merkel viele Sympathien. Im eigenen Land sieht das anders aus. Und Merkels Popularitätsverlust schlägt auf die Länder durch. Obwohl Schwarz-Grün Hessen weitgehend solide regiert hat, wird die Regierungsbildung schwierig werden und möglicherweise auch eine überraschende Koalition bereithalten.